Künstliche Intelligenz macht Fehler. Nehmen wir Edward Allen, der des Terrorismus verdächtigt wurde und so auf eine Liste kam von Menschen, die nicht in einem Flugzeug reisen dürfen. Am Flughafen traf er zum Glück auf Polizisten mit gesundem Menschenverstand und er durfte doch ins Flugzeug. Edward Allen war nämlich erst 4 Jahre alt und offensichtlich kein Terrorist. Okay, der Fall ist nochmal gut ausgegangen, aber wie kommen solche Fehler zustande? Wie kann man diese Fehler minimieren und was sollte vor diesem Hintergrund getan werden, wenn künstliche Intelligenz ernsthaft eingesetzt wird? Dazu hat die Informatikprofessorin Katharina Zweig eine Systematik entwickelt und ein Buch dazu geschrieben. Und sie hat für die einzelnen Schritte Fälle gesammelt, Fälle, die Fehler an einer bestimmten Stelle aufweisen. Beginnen wir mit Joy Bulowani, die am MIT mit Gesichtserkennungssoftware arbeiten wollte. Doch die Software erkannte ihr Gesicht nicht. Die Ursache kam heraus, als sie sich den Trainingsdatensatz für diese Software näher ansah. Die meisten Gesichter, mit denen diese Software trainiert worden war, waren die Gesichter von weißen Männern. Frauen waren unterrepräsentiert, Frauen mit schwarzer Hautfarbe erst recht. Trainingsdaten können ein Problem sein. Robert Williams wurde verhaftet, Vorwurf Diebstahl. Eine Überwachungskamera hatte den Diebstahl gefilmt. Die Polizei hatte eine Datenbank mit den Fotos aller Führerscheinbesitzer in New York. Eine künstliche Intelligenz suchte nach einem ähnlichen Bild, wie es die Überwachungskamera des Diebstahls aufgezeichnet hatte. Die künstliche Intelligenz fand Robert Williams und die Polizei verhaftete Robert Williams. Zum Glück konnte er sich erfolgreich zur Wehr setzen. Zum einen hatte Robert Williams für die Zeit des Diebstahls ein wasserdichtes Alibi. Zum anderen wurde diese Anwendung künstlicher Intelligenz genauer untersucht. Das Bild auf der Überwachungskamera war unscharf und schlecht zu erkennen. Die künstliche Intelligenz sollte nicht ein ähnliches Bild suchen oder hinreichend ähnliche Bilder ausgeben. Die künstliche Intelligenz sollte nur das ähnlichste Bild auswerten, auch wenn eigentlich alle Bilder ziemlich unähnlich waren. Und dann hat sich die Polizei einfach auf die Auswertung verlassen und ist ohne weitere Überprüfung zur angegebenen Adresse gefahren. Manche Entscheidungen können mit der vorhandenen künstlichen Intelligenz einfach nicht sinnvoll getroffen werden. Manche Methoden sind falsch ausgewählt. Samantha Lee Johnson suchte eine neue Wohnung, aber sie kam nie zum Zuge. Warum? In den USA sind Verzeichnisse von säumigen Schuldnern und von Straftätern teilweise öffentlich und in der Presse werden oft auch Namen genannt. Samantha Lee Johnson ist ein häufiger Name und wenn ein Vermieter diesen Namen in Google eingibt, dann kommen Meldungen über nicht gezahlte Schulden, über Straftaten und über Verhaftungen heraus. Oft dachten die Vermieter gar nicht weiter. Eine gerade im Gefängnis sitzende Person sucht ja wohl kaum eine Wohnung und oft passten auch Alter oder andere Persönlichkeitsmerkmale nicht. Die Daten für die Entscheidung wurden also nicht geprüft. Eine gute Entscheidung von Ihnen ist es, diesen Kanal zu abonnieren. Damit helfen Sie meinem kleinen Kanal ganz kräftig. Wer in Michigan Sozialhilfe erhält, darf maximal einen bestimmten Betrag pro Woche verdienen. Wer in einer Woche mehr verdient und trotzdem Sozialhilfe beansprucht, der muss den unrechtmäßig eingesammelten Betrag fünffach zurückzahlen. 2014-15 wurden ziemlich viele solcher Fälle aufgedeckt, rund das Fünffache des Normalen. Sie ahnen schon, der Grund war nicht ein Anstieg der Kriminalität bei den dortigen Sozialhilfeempfängern. Der Grund war eine neue Software. Diese fragte von Arbeitgebern ab, wie viel ein Sozialhilfeempfänger in einer bestimmten Woche verdient hatte. Lag dieser Betrag über der Grenze, dann wurde die Sozialhilfe zurückgefordert. Manche Arbeitgeber konnten den Betrag nicht für jede Woche ganz genau angeben, dann konnten die Arbeitgeber den Betrag für die letzten 12 Wochen zusammen angeben. Dieser Betrag wurde dann durch 12 dividiert. Lag dieser Betrag über der Grenze, dann wurde Sozialhilfe zurückgefordert. Das funktioniert, wenn ein Sozialhilfeempfänger in jeder Woche den gleichen Betrag verdient. Was aber, wenn die Beträge sich stark unterscheiden? Vielleicht, weil jemand arbeitslos war und dann einen guten Job bekommen hat. Dann gab es vielleicht in den ersten 4 Wochen gar kein Einkommen und in den 8 folgenden Wochen ein richtig gutes Einkommen. In den ersten 4 Wochen wurde also zu Recht Sozialhilfe bezogen. Der Durchschnitt über alle 12 Wochen lag aber über der Grenze. Damit schlug das System an und die Sozialhilfe wurde zurückgefordert, völlig zu Unrecht.
Also mussten die Gerichte 35.000 Einsprüche bearbeiten. Die Software hatte 47 Millionen Dollar gekostet und war wertlos. Grund? Die Entscheidungsregel war falsch. Viele Menschen posten Bilder auf Instagram. Einige dieser Menschen sind depressiv. Eine künstliche Intelligenz kann 70% der depressiven Instagrammer erkennen. Die Stichprobe war ziemlich klein und es gab weitere Probleme. Vor allem aber, diese künstliche Intelligenz hat ganz, ganz viele Instagrammer zu Depressiven erklärt. Damit wurden viele Menschen als depressiv erklärt, die überhaupt gar nicht depressiv waren. Aber ja, auch viele der wirklich depressiven Menschen wurden als solche erkannt. Die Interpretation der Ergebnisse war falsch. Künstliche Intelligenz kann für viele Zwecke eingesetzt werden. Ja, auch beim Titel für dieses Video habe ich mich von einer künstlichen Intelligenz beraten lassen. Das ist harmlos. Wenn in so einem Fall die künstliche Intelligenz Fehler macht, dann schadet das niemandem. Aber bei manchen Anwendungen können Fehlentscheidungen von künstlicher Intelligenz wirklich Schäden verursachen. Was müssen wir da tun? Gute Trainingsdaten mit genügend Daten für die Entscheidungsfälle. Eine passende Methode auswählen. Die Daten für die Entscheidung prüfen. Entscheidungsregeln prüfen. Eine sachgerechte Interpretation der Ergebnisse sicherstellen. Und dann dokumentieren, was passiert. Überprüfen, ob das sinnvoll ist, ob die Qualität der Entscheidungen stimmt, ob die Entscheidungen fair sind. Vor allem Transparenz schaffen, so dass bei Fehlentscheidungen schnell klar ist, was passiert ist und Fehler schnell beseitigt werden können. Dann kann nicht viel passieren, auf diesem Gebiet zumindest. Auf anderen Gebieten kann immer wieder etwas passieren und es wird immer wieder etwas passieren. Darüber werde ich auf diesem Kanal berichten. Hier habe ich weitere Videos verlinkt und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.